Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Resident Evil, das Remake für die Switch. Und ja, wir gehen direkt weiter. Also wir haben ja diesen Helmschlüssel noch, den müssen wir nochmal versuchen. Wir haben ein paar Türen noch, die noch nicht ganz offen sind. Schauen wir mal, ob wir die irgendwo öffnen können, damit wir auch diesen Helmschlüssel richtig ausnutzen können. So, gucken wir mal. Viel Munition habe ich nicht mehr. Ich muss auch irgendwie mal wieder zu einem Medizinraum. Wäre nicht verkehrt zumindest. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. So. Hier oben ist noch eine Tür, die nicht auf ist. Die gehen wir mal rein. Hier hoch. Gucken wir mal, ob die noch geht. Also langsam müssen wir ja alle Türen mal aufkriegen. Ich glaube, wir haben auch fast alle Schlüssel eigentlich. Guck mal, hier ist auf jeden Fall noch eine Tür. Testen wir mal, ob die geht. War das die richtige Tür? Oder war es die verkehrte? Ich muss ja mal gucken, warte mal. Hey, waren wir doch schon. Was mache ich denn da? Okay, warte mal, ich bin verkehrt. Mal zurück. Das war unten. Unten war die rote Tür. Wie komme ich auf die, dass die oben war? Keine Ahnung. Na gut. Haben wir uns das einmal angeguckt. So, warte mal. Hier unten die Tür muss es gewesen sein. Clever, clever. Genau, da, diese Tür, ne? Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Sie brauchen den Schlüssel mehr ablegen. Klar. Und rein da. So, jetzt bin ich gespannt. Ich bin schon gleich wieder als erstes angegriffen. Das ist ja immer so. Naja, vielleicht auch nicht immer, aber oft. Da liegt ein Buch. Hier ist ein angeschriebener Eintrag. Es ist kein Datum vorhanden. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Okay. Darin liegt ein undefiniertes Organ. Es könnte von einem Menschen oder einem Tier stammen. Okay. Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Könnte das Tisch, es sieht ziemlich alt aus. Okay, was ist das hier? Ein kunstqualifizierter Globus. Ah, hier ist weiter, okay. Ach, guck mal. Gleich mitnehmen. Super, schon mal wieder ein paar Farbbänder. Wie waren das? Drei Stück bestimmt, ne? Perfekt. Daran liegt ein unfriedliches Organ. Es könnte von einem Menschen oder einem Tier stammen, okay. Die Munition habe ich überhaupt noch. 12 Schuss. Naja, es wird nicht besser, ne? So, hier rein. Ja. Warte. Wir müssen ein Dolch aufsammeln hier. Munition haben wir leider nicht. Aber wir können das Kraut mal mitnehmen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Und wir nehmen auch gleich noch ein bisschen blaues Kraut mit. Blaukräuter. Ach, die brauche ich jetzt nicht. Okay. Hier liegt. Klingt irgendwas? Was ist das? Ein Schmuckkast mitnehmen? Klar. Oh, passt auch noch gerade. Gucken wir uns mal an, das Schmuckkästchen. Prüfen. Keine besonderen Merkmale. Okay, man muss wahrscheinlich irgendwas reindrücken, damit es funktioniert. Gut. Aber wir könnten mal das Kraut benutzen kurz. Wir haben ein bisschen Oberhand haben. Wie viel Munition haben wir noch? 7, okay. Der ist tot. So. Viel mehr war hier nicht zu finden, ne? Schade.
gucken, wofür das Dings benutzen können. Das Schmuckkästchen. Er sagte doch irgendwas von einem geheimen Gemälde. So. Wir müssen mal kurz gucken. Wir müssen auch kurz die Karte gehen. Genau, da würde ich auch mal gerne hinten zu diesem... Ich möchte auf jeden Fall noch einmal kurz zum Safe Room. Glaub... Ja, ich glaube, es ist besser. Das machen wir mal kurz. Wir gehen kurz zum Safe Room. Bevor ich mich hier wieder mit irgendwas ver... Mit Nusswurzel, wollte ich gerade sagen. Da komm hoch hier. Bisschen Munition wäre auch nicht schlecht, ne? War das nicht hier ganz hinten längs? Ich muss kurz wieder raufgucken, die Karte. Genau, dadurch, durch die Tür. Gut. Haben wir irgendwas Brauchbares drin, was wir noch brauchen? So, die Winde müssen wir wieder mitnehmen. Die brauchen wir bestimmt auch nochmal irgendwann. Eigentlich brauchen wir mehr Munition, ne? Wir machen es anders. Wir lassen mal... Den roten Edelstein lassen wir erstmal hier. Und dann können wir mal hier noch ein bisschen Munition mitnehmen. Nachladen, warte. Achso, muss ich so nachladen. Muss ich so nachladen, ne? So. Was war da noch drin? Irgendwas, was wir gebrauchen können. Guck mal, die Wolfsmedaille packen wir auch mal hier rein erstmal. Weiß noch nicht, wofür die brauchen. Die Batterie, genau. Die Batterie wollte ich holen, denn damit können wir den Fahrstuhl benutzen. Müssen natürlich mal gucken, für wie wir den Fahrstuhl in Gang bekommen. Gut. Und wir werden auch einmal speichern. Machen wir. So. Müssen wir definitiv einmal machen. Weil sonst... Ja, ich beschreibe euch. Perfekt. Ich muss natürlich noch mal kurz wieder die ganze Sache finden. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wo das war. Die Tür wurde repariert. Ah, guck mal, ich kann hier durch. Ist ja cool. War das hier irgendwo? Ich muss mal kurz gucken. Das war ja irgendwo im Außenbereich, ne? Ah, okay, genau, genau. Da ist es. Genau, Außenbereich. Und dann war da ja irgendwo diese Batterie, womit man, wo der Fahrstuhl nicht funktionierte. Das probieren wir jetzt mal. Okay. Nehme ich sicherheitshalber mal mit. Muss das letzte Mal hier liegen lassen. Sind wir jetzt im Schuppen? Wie gehen wir denn das mal zum Schuppen? Wie kommen wir denn nochmal hin? Ist da hinten? Also Richtung Schuppen, was das meine ich, ne? Ich weiß nicht mehr. Wir gehen einfach hier raus. Ich glaube, hier war das irgendwo. Irgendwo dieser blöde Springbrunnen war. Ich weiß noch nicht, wo dieser blöde... Also ich habe echt ein Gedächtnis wie ein Sieb, so ein bisschen. Oh.
Jill to Brad. Can you hear me? Shit. It's broken. Schmeiß weg die Scheiße. Wo war denn das nochmal? Ich muss mal kurz nochmal auf die Karte gucken. Also, wo war denn das nochmal, wo man die Batterie einsetzt, wo dieser Fahrstuhl war? War das hier? Hier? Genau, hier war der. Können wir nicht mitfahren. Wo muss man diese blöde Batterie denn nochmal einsetzen? Hier war das mit der Winde, ne? So, probieren wir nochmal. Das Wasser, der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Okay. Verkehrt, oder? Ne, ist der Wasserfall nicht zu hören. Das kann man ja gucken, ob hinter dem Wasserfall sagte sie ja war sowieso was. Hä? Ich fühle mich doch verkehrt hier. Was ist hier? Ich muss noch mal das Wasser ablassen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich glaube, irgendwas habe ich hier verkehrt gemacht. Ich meine, der Wasserfall war ja hinter dem Becken, ne? Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch mal das Wasser ablassen. Ja, super Zwischensequenz. Haben wir ja schon gesehen. So, wir können auch zurückgehen. Jetzt können wir hier runter. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder irgendwelche Viecher. Aber eigentlich glaube ich nicht. Hat ja eigentlich schon fast alles erledigt, außer Schlangen. Schlangen könnten natürlich immer wieder kommen. Die sind natürlich wirklich nervig. Guck. Ah, ich wusste das. Blöde Viecher, ey. Scheiße, hat mich doll erwischt. Schon wieder bestimmt vergiftet wieder, oder? Ich hoffe nicht. Gesund. Na gut. Ist noch gut zu wissen. Also. Hier war doch irgendwo das. Wo war das? Das hier mit der Batterie? Da! Perfekt. Ah. Jetzt funktioniert er. Ah, jetzt ist das Wasser auch hier weg. Super. Okay. Gehen wir mal durch. Jetzt können wir die Winde nutzen und dann können wir hier wieder zurückrennen und mit dem Fahrstuhl wieder zurücklaufen. Und dann müsste der Wasserfall ja eigentlich nicht mehr zu hören sein. So, jetzt kommt mir das so in den Sinn. Zwischen sich das Wasser sich füllt, gibt's nicht, ne?
zurück. So, jetzt müssen wir den Fahrstuhl wieder benutzen können hier, ne? Yes! Perfekt. So. Genau, hier ist jetzt der Fahrstuhl Dings weg. Runtergehen. So. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Also mit. Und eine Itembox dafür. Gut, ich würde sagen, wir speichern trotzdem einmal. Packen wir die Winde erstmal wieder hier rein. Ich weiß, ob wir die nochmal brauchen. Aber erstmal packen wir die wieder rein. Packen wir erstmal wieder rein. So, achso, warte. Dann können wir diese Säurepatronen auch gleich reintun. Weil nicht zu viel Munition mit rumschleppen, ist ja auch Quatsch. Ah. Gut, ja, und dann speichern wir mal. Die Diskette muss doch auch für irgendwas gut sein, oder? Hier war das Fahrband. Perfekt. Na komm, speicher. Speicher ein bisschen schneller für mich. Du süßes kleines Ding. Gut. So, warte mal, war ich noch irgendwas anderes? Kann man noch in die Richtung gehen? Nee. Da ist ein 6G. Ah, warte mal, wir haben noch eine Winde. So, Winde raus. Hä? Wo denn jetzt? Die passt wahrscheinlich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich eine andere. Die brauchen sie jetzt nicht mehr. Achso. Was ist denn das für eine Winde, die wir hier haben? Okay, ist nicht sechskantig. Gut, war die falsche. Okay, okay. Gut, da kann man sich wahrscheinlich irgendwie einen Fahrstuhl hochholen oder so. Müssen wir auch nochmal machen, aber können wir nicht jetzt machen. Ich will noch einmal das Schmuckkästchen angucken. Warte mal. Da war doch so ein rundes, ne? Würde da nicht die Münze, wenn sie reinpassen? Guck mal da, das Runde. Können wir. Es gibt eine runde Ausfüllung von etwa 14 mm Durchmesser. So, warte mal, ich muss einmal kurz die Münze nochmal an. Die sie dafür brauchen können. Adlermedaille. Oder Wolfsmedaille. Ah, ich glaube, die war nicht dafür. Shit. Garantiert, aber das ist wahrscheinlich nicht dafür. Egal, packen wir wieder rein. Und ja. So, haben wir erstmal drei Plätze wieder frei. Gut. So, jetzt aber geht's auch weiter hier in die Richtung. Okay, da war noch eine Tür am Anfang, wo wir längst gelaufen sind. Da. Können wir durch? Ja, können wir durch. Oh, guck mal hier. Nehmen wir mit. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Und im Felsbrocken sind Blutflecken. Oh. Ist da jemand zermatscht worden? Wahrscheinlich. Gehen wir hier mal rein. Nehmen wir mit. Sicher, sicher. Ein riesiges Loch. Wofür das wohl gegraben wurde?
Der Stromtor für den Aufzug. Es gibt einen runden Deckel. Öffnen, jo. Mitnehmen Röhre? Klar. Anscheinend fehlt es was. Okay. Okay, dann müssen wir noch was finden für. Hat Lenz irgendwas? Mist! Zack. So. Dann bin ich hier. Gut. So. Huch, da liegt ja auch noch was. Komm noch mit. Noch mehr Munition. Oh, Munition ist gut. So, warte mal, hier war noch. Kann man hier nichts machen? Okay. Ja, okay. Mal gucken, ob wir die Tür können dann da. Und da sind wir gekommen. Da waren wir auch. Okay, die Tür können wir auch nochmal öffnen. No? Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive! Stop! Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up! Enrico! Hättest du mal nach hinten geguckt, dumme Nuss. Hättest du gesehen, er geschossen hat. Mann, Mann, Mann. Traitor? Who? Oh, Scheiße. Enrico hat nicht viel zu sagen gehabt. Ja. Wer hat das getan? Achso, wer hat das getan? Ist halt ein Profi. Moment, er hält was in der Hand. Was ist denn das? Nein, mehr können wir nicht tragen, mehr Sachen. Scheiße. Okay. Müssen wir nochmal zurück zum Raum und dann wieder hier hin. Heieiei. Tot. Gut. Haben wir Glück gehabt. Okay, müssen wir nochmal zurück. Wir müssen noch einmal was wegbringen und dann holen wir uns diese Winde. Eine sechseckige, würde ich mal vermuten, ist dies. Ja. Das ist immer so blöd, ne? Gar nicht so schlecht, die Munition. So. Dann gehen wir hier zurück. Aufmachen. Gucken wir uns leider mal an. Ich will einmal... packen die Diskette jetzt mal hier rein. Ich weiß nicht, wofür die Diskette brauchen wir unbedingt. So. Und dann gucken wir mal, was ist das denn hier überhaupt? Haben wir gar nicht geguckt, ne? Scheint eine Art Schlüssel für die Stromversorgung zu sein. In die Seiten sind Symbole eingraviert. Eins, drei... 4, 5 würde ich sagen, ne? Gut.
Boah, ich will einfach raus. So, wir gehen aber kurz zurück und holen diesen Sechskantschlüssel da. Genau. Aber ich hole dir jetzt diesen Sechskantschlüssel. Da wird ja nichts mehr viel passieren. Und danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüss.